Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eventide 2, der Zauberspiegel. Schön, dass du wieder mit dabei sein möchtest. Ja, wir wurden von Janosik erwischt und wurden in die Zelle gesperrt, aber wir konnten entkommen. Und wir haben gesehen, dass es ihnen auch nicht so gut geht. Also, er ist wohl auch krank, wie das aussah. So hatte ich auf jeden Fall den Anschein. Also so hat es den Anschein gemacht. Ein Etui. Da brauchen wir einen kleinen Schmetterling. Schaut aber niedlich aus. Aber die habe ich leider noch nicht. Ja. Dich muss ich irgendwie öffnen. Fragt sich nur wie. Da. Guck mal an. Da ist der kleine Schmetterling. Damit kann ich das bestimmt öffnen. Aha. Sehr schön. Da ist erstmal eine Karte. Janosik hat ein Kind. Sie scheint glücklich zu sein. Oh ja, Janosik hat ein Kind. Wie das aussieht. Okay. Aber wir hatten auch eine Karte gefunden. Genialer Kobold. Multipliziert man das mit der Wahrscheinlichkeit der Tatsache, dass die binäre Einstellung optimal ist. Sehr schön. Über Karten freue ich mich immer. Ah, genau, hier. Das gehört doch da rein. Und da rein. Janosik was once a peaceful shepherd and a loving son. He worked hard and helped his mother whenever he could. Was mir aufgefallen ist bei diesem Part jetzt, also bei dem zweiten Teil von Eventide, dass da viele von solchen Geschichten sind, wo man dann einfach nur irgendwie was finden muss, einen Gegenstand oder jetzt hier jetzt puzzeln muss. Ich sehe es gar nicht richtig. Müsste irgendwo da sein. So. His wife died when his daughter was born. So he poured all his love into raising the little girl. He promised to protect her from harm. They led a happy and joyful life. He invented new games for her. Games of secrets, hiding places, and adventures. Scheinbar hat Jonasik ein Geschenk für seine Tochter gemacht, für Lilly zu ihrem 5. Geburtstag. Okay. Da ist ein Bärenkopf. Das habe ich eben jetzt erst gesehen. Skulpturteil. Ah, hier kann ich auch noch hin. Ah, hier sind wir jetzt. Okay. Ja, wir sind in der Höhle immer noch. Das passt da ja nicht rein. Das passt ja nicht. Ja, wir haben doch einen Schraubenzieher. Habe ich ihm gar nicht wahrgenommen. Ich habe ihn einfach gegriffen. Jetzt kann ich das Schloss manipulieren, um die Tür zu öffnen.
Und schon ist sie offen. Verlasse die Höhle. Eine weitere Zeichnung, das letzte Zeichen. Aber wird es mir helfen, den Weg durch das Labyrinth zu finden? Ein Schmetterling? Aber wir gehen erstmal zurück, denn wir haben hier noch was. Meine Katze nervt mich auch gerade schon wieder. Die sitzt die ganze Zeit vor der Tür und miaut. Gibt es hier einen Code für das Labyrinth? Zu Großmutters Hütte. Unser Code. Niedlich. Ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit Angst, dass ich was übersehen habe. Hier, genau, da ist ein Strichmännchen. Und ein Pferd. Mal gucken hier. Da ist die Sonne. Gibt es ja auch noch ein anderes Symbol. Das ist die Blume. Okay. Ein Haus. Und ein Schmetterling. I know you helped to defeat my wolf. Stay out of my affairs, woman. I will not. I'm not afraid of you anymore. You should be. You should learn not to interfere with a master's affairs. You! I've locked you up. You're a nuisance. Oh, no. Another attack of his sickness. Please help us. Deep down, he is a good man. He has just been tricked by Twardovsky. Help me prepare an elixir for him, please. You will find all you need in my notes inside the hut. Please, hurry. Tja, Janosik ist auch sehr krank und er wird benutzt von Twardovsky. Ah ja, das nehme ich erstmal. Dann gucken wir mal eben. Kann ich hier was machen? Das muss Janosiks Tochter Lili sein. Scheinbar ja. Was haben wir da? Ein Rudersymbol, okay. Wir gehen erstmal rein. Es ist Jagna und ihr Sohn und ihre Enkelin. Sie sehen so glücklich aus. Da haben wir noch eine Karte. Jetzt haben wir die Hälfte der Karten. Dicker Kobold, treib keine Späße mit meinem Bruder oder ich werde es dir zeigen. Jetzt kriegen wir hier schon Drohungen. Da ist auch wieder ein Spiegel. Gucken, kann ich irgendwas nehmen? Anscheinend nicht. Hier ist wieder ein Rezept. This isn't a recipe. Looks like a child just took this note. If I change the amount of ingredients, this elixir can cause paralysis for a few hours. Janosik wouldn't interfere then. Ja, Janosik, braucht unsere Hilfe. If I change the amount of ingredients, this elixir can cause paralysis for a few hours. Janosik wouldn't interfere then. Und hier haben wir wieder ein schönes Wimmelbildspiel. Ein schönes Wimmelbild. Dann schauen wir mal. Hier muss man wieder gut gucken. Oh, der Schmetterling, den haben wir auch. Wunderbar. Unter den Äpfeln ist auch was.
mein Auge juckt gerade. Hoffentlich finden wir alles. Mal schauen hier. Das fehlt uns noch. Und okay. Das ist es nicht. Aber da haben wir was. Hier haben wir auch nochmal was. Hier ist eine Muschel, die brauchen wir aber auch nicht. Ja, man findet immer Dinge, die man nicht braucht. Und die Dinge, die man braucht, die übersieht man immer leicht. So ist das doch immer, ne? So ist das doch irgendwie immer. Da. Und da ist das andere Teil. Sehr schön. Oh, sieht aber hübsch aus. Eine Flasche. Die finde ich hübsch. Sehr schön. Sehr schön. Da brauchen wir die Flasche auf jeden Fall. Dann gucken wir mal. Dann gehen wir mal zum Fluss. Ein kleiner Biber. Der Biber lässt mich nicht in die Nähe des Harzes. Vielleicht kann ich ihn wegjagen. Hm. Bis jetzt habe ich gar nichts, ne? Da haben wir einmal ein Ruder. Das Boot kann durch den Seilmechanismus bewegt werden, aber das Seil liegt tief im Wasser. Da kommen wir jetzt so gar nicht ran, ne? Erinnerungsstücke an Janosiks verstorbene Tochter. Einige von ihnen fehlen. Ich sollte mich nach Spielzeug umsehen. Habe ich jetzt aber noch nicht. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Ich dachte, ich kann hier durch. Ich dachte, ich kann da durch. Kann ich aber nicht. Die ist unvollständig, da kommen wir noch nicht weiter. Kann ich hier drin irgendwas machen? Da fehlt was, aber da... Ich denke mal das, oder? Ja, Regalschlüssel. Da kommen wir noch nicht ran. Nein, da kommen wir noch nicht ran. Mal schauen. Der Dampf ist zu heiß. Gut, mit einem Lappen. Was mache ich jetzt damit? Ach so, jetzt habe ich hier die Schnur und die kann jetzt da ran. So, die Angel haben wir schon mal. Sehr schön. Gut, das kriegen wir ja auch irgendwie hin. Müssen wir noch entfernen. Ernsthaft jetzt? Gut. Aber das haben wir jetzt soweit schon mal gemacht. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir hier zurück. Das geht nicht. You will find all you need in my notes inside the hut. Please, hurry.
Was kann ich hier denn noch machen? Ach, hier. Das habe ich gar nicht gesehen. So. Jetzt sind wir auf der Insel. Und dann haben wir hier erstmal ein Wimmelbild. Da brauchen wir die Pilze. Die leuchten auch so schön. Hier ist eine Fliege. Achso, das willst du wieder nicht anfassen. Sie mag ja keine Spinnenweben. Und da haben wir auch schon die Pilze. Die Pilze haben wir jetzt auch. Dann können wir jetzt hier oben rein. Du hast die Hälfte aller funkelnden Spiegel gefunden. Das ist schon mal sehr schön. So. Und. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier hin. So, das passt. Geheime Orte, Verstecke. Janosik und seine Tochter hatten wohl eine Menge Spaß zusammen. Ich werde die Leiter an unserem geheimen Ort verstecken. Die Spielzeuge werden der Schlüssel sein. Sie wird es lieben. Okay, das ist wohl zum Baumhaus. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Die Lampe einmal anmachen. Womit denn? Ich habe ja noch nichts. Aber ein Blick auf die Uhr verrät, ich muss diesen Part wieder beenden. Ich bin gespannt, wie wir da hochkommen ins Baumhaus, ob wir die Spielsachen finden. Beziehungsweise ob wir sie reparieren können. Und ja. Es geht dann im nächsten Part weiter. Ich hoffe, du bist dann wieder mit dabei. Ich würde mich sehr über dich freuen. Bis dann, deine Inori Epi.